Ja, hallo Leute, euer Open Beta wieder hier mit einer neuen Movie Days Review. Und heute geht's um Shazam. Wie der ganze Film ist, werde ich euch jetzt natürlich verraten. Also wer keine Spoiler haben will oder ähnliches, dem rate ich jetzt abzuschalten, denn diese werden in diesem Video auf jeden Fall folgen, denn ich muss da ein bisschen Kritik üben. Von daher, ihr seid gewarnt. Ja, Shazam fängt sehr gut an, fühlt sich auch im Laufe des Films immer wieder sehr gut an, ein bisschen schleppend in meinen Augen an ein paar Stellen, aber sonst im ersten Moment zumindest sehr gut. Wenn man aber dann den ein bisschen sacken lassen hat, was ich in diesem Fall auf jeden Fall getan habe, dann wirkt er doch sehr, sehr mittelmäßig. Wir haben hier was Ähnliches aufgebaut wie Venom oder Deadpool in Schlecht, wo die Witze nicht immer so sitzen, wo ein bisschen Mimimi gemacht wird, wenn wir das mal jetzt auf ja, das Meckern beziehen, was da drin vorkommt. Denn nachdem der junge Billy Batson hier seine Kräfte bekommen hat, geht eigentlich alles nur noch drunter und drüber. Erstmal bereichert er sich mit seinem neuen besten Freund und Stiefbruder um Essen, eine Videospielkonsole mit Fernseher und sowas. Bezieht auch Geld für seine Sachen, wie Fotos machen mit ein paar Passanten, ein paar Fans, wodurch er sich das Ganze halt finanziert. Und dann wird irgendwann ein Bus, zum Beispiel im Trailer schon zu sehen, wird ein Bus von der Brücke abkommen, beziehungsweise der Überführung vom Highway, glaube ich, ist das. Und dann, ja, passiert, was passieren muss. Der Bus stürzt fast ab. Er fällt fast von diesem Highway runter. Und danach wird sich erstmal gestritten, dass ja Shazam oder Billy Batson daran schuld wäre und das gar nicht so cool sein, dass er den Bus jetzt gerade aufgehalten hat, da in den Tod zu stürzen. Auf einer Seite ist das alles richtig und es kommt auch wesentlich öfters noch vor, aber es nervt. Also auf der einen Seite bereichern sich beide Parteien, die sich hier streiten, darum, irgendwie Geld zu kriegen und einen gewissen Luxus plötzlich zu haben. Auf der anderen Seite wird dann aber wieder der Moralkodex ausgepackt und gesagt, nein, das tut ein Held nicht. Du musst dafür sorgen, dass die Leute sicher sind. Du musst sie beschützen und darfst nicht durch deine Kräfte dafür sorgen, dass sie zum Beispiel fast in den Tod stürzen. Ich gehe ja auch nicht hin und sag auf der einen Seite, ja, Clown ist schlecht, sowas darf man nicht, aber auf der anderen Seite mache ich es dann doch, weil es mir einen gewissen Lebensstandard gibt. Später im Film wird das dann auch von dem Stiefbruder ausgelebt. Genauso wie von Billy oder Shazam diesen Fame zu haben, denn er sagt, ja, ich kenne Shazam oder den Red Tornado, wie er im Film zuerst genannt wird. Eine kleine Anspielung, wer DC-Fan ist, es gibt nämlich einen Red Tornado im DC-Universum. Bei Flash zum Beispiel war er schon zu sehen. Und ja, das ist somit das, was ich vom Film mitgenommen habe. Noch dazu zu erwähnen wären vielleicht die sieben Todsünden, wovon einem ein bisschen aussieht wie Venom, mit der Zunge, die tierisch lang ist und wie man sich da als Todsünde bewegt. Ansonsten hätten wir noch das Ende, worauf ich aber gleich nochmal komme, und noch ein paar andere Sachen, die da so mitspielen.
Film, die mir nicht ganz so gut gefallen hat. Aber ihr werdet das schon merken, wenn ihr das seht. Da wird einfach komplett über die Stränge geschlagen. Da wollte man zu viel vom Guten oder was andere haben und hat es dennoch nicht erreichen können. Ansonsten kommen wir mal zu der Familie, die ich gerade angesprochen habe, denn die wird am Ende des letzten Kampfes dann zur Superheldenfamilie. Dann werden die Geschwister alle plötzlich zur Shazam Family. Nicht unbedingt gut. Ich hätte es vielleicht einen Film später gemacht, aber na, wenn in diesem Film dann vielleicht doch ein bisschen anders. Also ich habe jetzt da keinen konkreten Lösungsvorschlag, aber so wie es dargestellt worden war, war es mir dann too much, einfach zu viel. Ich weiß nicht, also irgendwann driftete das zu sehr in Family-Comedy-Ansatz ab und dann war das auch nicht mehr der Film, den ich mir erhofft habe zu sehen. Das, die letzte Szene dann nochmal in der Schule. Hier verrate ich aber nichts weiter, denn da war ich dann ein bisschen baff, das noch erleben zu können in diesem Kontext, weil damit habe ich dann einfach nicht gerechnet. War dann doch noch mal ein bisschen nett, aber alles im allem muss ich sagen, zu Anfang macht der Spaß, aber desto länger der geht und man versucht ein bisschen da auf die Tränendrüse zu drücken und oh, die armen Kinder haben nichts und jetzt haben sie sich das halt so finanziert. Fand ich in diesem Kontext, besonders mit dem Gejammer zwischendurch, nicht unbedingt, ja, nicht sonderlich ansehnlich. Es war irgendwann anstrengend, würde ich sagen. Zumal der Antagonist auch nur aus kindlichen Gründen, weil ihm mal was Schlechtes widerfahren ist und dann natürlich alle ihm die Schuld geben, hier so handelt, kommt bei mir nicht an, gibt mir nichts und ist für einmal gucken unterhaltsam, reicht aber auch für einen DVD-Abend, finde ich. Oder halt, wenn man gerade mal einen Kinoabend macht. Ist es ganz nett, aber ja, einmal geguckt und ein paar Tage sickern lassen, werden diesem Film mehr schlecht als recht ins Licht rücken. Und daher, ja, Ansehen ja, mehr aber auch nicht. Und damit sind wir dann auch wieder am Ende des ganzen Easter Eggs. Könnt ihr diesmal gerne wieder selber finden. Ansonsten liken, teilen, kommentieren. Wie fandet ihr den Film? Damit bin ich aber dann auch raus. Bis zum nächsten Mal, euer Open Beta. Ciao.